Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir haben es den 19. September 1862 und ja, die nächste Schlacht ist bei Iuka. So, die ganzen Männer, die wir bekommen haben, habe ich ja schon größtenteils verbaut. Mir fehlt noch in der dritten und im fünften Korb. Im fünften Korb fehlt mir sowieso noch ganz viel, wie ihr seht. Aber die sind noch nicht ganz, haben sich noch nicht ganz erholt. Nun gut, die Regierung hat befohlen, einen Teil ihrer Armee nach Iuka vorzurücken und Teile unserer Streitkräfte, die von Norden anrücken, in Tennessee zusammenzuschließen. Littles konföderierte Division wurde in der Nähe der Jacinto Road Junction, zweimal südlich von Iuka, gesichtet. Er bringt sich in Position, um ihren Vorstoß aufzuhalten. Sie müssen Little angreifen und den Weg nach Iuka räumen. Das mache ich mit 10 Brigaden. Das ist ja der Hammer. Obwohl ich gern das zweite Korb nehmen würde, nehme ich lieber das erste. Das hat mir Leute. Starten wir das Ganze. Die Rebellendivision hat sich in Position gebracht, um ihren Vorstoß aufzuhalten. Sie müssen die Rebellen angreifen und den Weg räumen. Überlege ich mal ganz kurz und trinke einen Schluck Kaffee. Wird ein kleines Intermezzo. Kanonen schicke ich schon mal nach vorne. Die haben es da nicht mehr so weit. Bis hierhin quasi und dann können sie ballern. Mein Hauptangriff. Ich glaube von hier. Da kommen hier ist zwar der See. Der See ist blöd. Aber ich denke mal, ihre Verteidigung wird hier vorne sein. Das heißt, hier sind Einheiten drin, die schnappen wir uns hier und wenn wir die hier weggeknabbert haben, mache ich noch einen leichten Vorstoß, dass die Leute hier übertreten können und dann sich die wegschnabulieren können. So der Plan. Ihr wisst ja, Realität ist meistens was ganz anderes. alles 2000, das ist ja schlecht. Kann man da schützen, ganz schön viel schützen. Kein Nahkämpfer. Naja. Und die restlichen drei machen dann den Frontalangriff. Machen wir mal Start. Hätte ja sein können, dass wir noch was Besseres in Hinterhand haben, aber... Mit den Truppen bin ich doch erstmal zufrieden. Ich würde sagen, das sollte eigentlich schon gut reichen. Komm, geh noch ein bisschen weiter. So, ihr marschiert locker hinterher, locker flockig. Und ihr hier geht erstmal hier. Okay, das ist doof. Habe ich alle vier geschnappt? So, und die Kavallerie schicken wir mal an den Rand. Sollte sich alles bewegen, außer Heinrich und der Munitionswagen. Den habe ich absichtlich vergessen. Ich weiß, ich warte wieder, bis die Kanonen in Position sind und erst dann mache ich den Angriff. Darum laufen die noch nicht. Aber was wir machen können, wir können ein Stück vorspulen.
machen. Was wir noch machen könnten, wäre, ihn mal darüber zu schicken, nur um zu gucken, ob da jetzt wer rausschießt. Es schießt keiner. Doch, da. Kavallerie zurück. Männer, jetzt dürft ihr laufen. Wir bringen... bringen was zum Beschießen mit. Scheiße. Ich dachte, die kommen noch weiter, aber nee. Feuer! Ja gut, damit hat unser Angriff jetzt begonnen. Geht mal weiter um die Flanke. Kanonen sind bereit. Den stelle ich mal dahin. Der kann da vorrücken. Der ist direkt dahinter. Heinrich ist auch da. Munitionsbank kann noch ein bisschen näher. So. Okay, noch kein Feind in Sicht. Dann dürft ihr noch ein paar Meter nach vorne. Kavallerie läuft. Ja, jetzt sind sie in Sicht. Da sind sie nämlich im Wald. Halt! Nicht kämpfen, wir sollen schießen! Und wir könnten noch mal einen hier... Nee, die warten noch, die warten noch. Halt, halt, halt. So, Kanonen. Da aufs Zentrum. Sehr viel Kavallerie hier. Kommen wir wieder zurück hier. Kanonen! Feuer auf die feindlichen Kanonen! So, versuchen wir mal die Seite ein bisschen mehr unter Druck zu kriegen. Kavallerie kann hier übersetzen. Halt. Sieht doch schon mal gut aus. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, da anzugreifen. Was ich jetzt nicht sehe, richtig sehe, ist, dass der da hingehört. Kommen wir wieder zurück. So, Kanon. Ihr müsst unbedingt diesen da töten. Schicken, glaube ich. Komm mal rüber. Nee, hier, Feuer.
Feuer. Feuer. Ja, komm mal hier rüber. Kavallerie, komm auch mal mit. Die laufen jetzt. Halt, nicht sofort in den Nahkampf laufen. Ich soll schießen und Spaß haben, aber nicht dann in Nahkampf. Na, wo bleiben meine Kanonen? Wir müssen da, genau, die müssen laufen. Mal weiter drauf schießen. Wurde flankiert. Okay, das kann ich verstehen. Bleibst aber mal hier und hältst die Position. Damit er rübergekommen kann. Jetzt haben wir es nämlich. Komm rüber. Sollte es eigentlich klappen hier. Kommen wir nochmal näher ran. Müssen sie nur aus dem Wald raustreiben. Nahkampf. Kanonenfeuer schießt er drauf. Die Union hat Yuka Junction gesichtet. Und sehr gut im Nahkampf ist, oder nicht? Weiter vorrücken. Weiter seitlich. Ja, dann wird das auch was. Kanonen nachrücken, falls sie einen Gegenangriff machen. Heinrich mehr in die Mitte. Und aber halt. Der Wald ist unser Freund. Wer weiß, wo die sich zurückziehen. Die greifen auch bestimmt gleich wieder an. Schon wieder da, das reicht doch schon. Feuer. Ja, ich glaube, den Wallace ziehe ich nochmal zurück, falls hier nochmal von unten welcher wer kommt.
So, da im Wald brauchst du nicht mehr laufen. Halt. So, ihr beide. Sollen sie angreifen, wenn sie wollen? Oh, da sind noch ein bisschen mehr Leute, die angreifen wollen. Kommt mal, kommt mal, kommt mal her. Du stell hier ein bisschen sich besser hin. Ich glaube, den packe ich mir da raus. Ein bisschen vertieft. Aber ich glaube nicht, dass da noch ein großer Gegenangriff kommt. Oh, Kavallerie. Ja. Alter Schwede. Richtig schön zusammengeschossen. Darum will ich dir, dass er hier vertieft steht. Damit sie von denen links und rechts nochmal einen auf den Sack kriegen. Der Gates will nochmal loslegen, ne? Dann hol ich dich doch mal hin. Eine Kanone zieh ich schon mal weiter in die Mitte. Dann gönne ich mir noch einen Schluck Kaffee. Gates von zwei Seiten, das müsste eigentlich passen. So, jetzt kannst du auch ein paar Meter gehen. Heinrich bleibt mal auf dieser Position. So. So. Du frontal. Du ein bisschen seitlich. Und die haben wir gerade aufgelöst. Vielleicht kriegen wir die jetzt noch gefangen. Das wäre echt super. Da wird auch noch ein Gegenangriff versucht und rennt auch gleich nach Hause. Und Gates hat sich schon wieder so richtig eingekriegt. Komm mal nach vorne. Ja, das sieht echt böse aus, wenn Kavallerie dagegen Einheiten in Angriff geschickt werden, die sich super gerade in Verteidigung befinden. Sieht halt nicht gut aus. So, ich hoffe, Gates wird jetzt Spaß haben. Dann kriegt es auch von drei Seiten. Und der läuft. Schade. Ich glaube, so richtig mit. Mit erobern wird da nichts. Schade. Ich glaube, das würde nicht mehr gegen uns ankommen, also. Na, diesmal versuchen zwei Kavallerieeinheiten. Jo, das waren sie. Der Krieg ist für die vorbei. Gleich den Weg abschneiden.
Jetzt werden wir mal übermütig, holen wir nochmal den Supply. Gefangene. Okay. Hey, lass mal den Herbert los. Meine Gefangene. Hat aufgegeben. So, unsere 1000 Mann Gefangene haben wir auch. Finde ich ja sehr schön. Mehr kriegen wir eh nicht mehr raus. Ich glaube, wir waren auch gefühlt locker im Überzahl, kann das sein? Schön zurück. War auch nicht. So Blei weiß schon, was los ist. Er rennt. Boah. Haben wir was zu verstecken? Nö. Attacke. Wird knapp mit den Supply. Los, Supply! Komm zu mir! Rückzug! In Position gebracht. Wenn sie kommen. Na, schaffen sie nicht mehr. Ja. Aber in lockeren Überzahl. Ja, war ein knapper Sieg, du. Das war ein knapper Sieg. Holla die Waldfee. Wir haben trotzdem 1200 Mann verloren. Aber 1000 Gefangene haben wir ja gemacht eigentlich. Dann sollten wir ja 1000 wieder zurückkriegen. Kriegen sie mal ein bisschen mehr. Fantastisch. Ja. War eine spaßige kurze Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.